So, auf unserem Übungsblatt haben wir einen ganzen Haufen von Ausgaben, damit man nicht immer alle Aufgaben sich anhören muss, um an die entsprechende Position zu kommen, habe ich beschlossen, das Ganze in einzelne kleine Videos aufzuteilen. Hier in diesem Video werden Sie nochmal Hinweise zu der Aufgabe 1, und zwar den Punkten A, B und C erhalten. Das heißt, ich werde hier das Geschriebene nochmal versuchen zu kommentieren, damit auch wirklich jeder der ganzen Sache in irgendeiner Form dann folgen kann. So, wir haben hier in der Aufgabenstellung als erstes stehen gehabt a Quadrat durch a mi hoch minus 2. Wenn ich das umschreibe mit dem Rechengesetz, dass eben halt hier unten eine negative Potenz ist, also unten im Nenner diese Potenz steht, das heißt, hier kommt kein Plus hin, sondern ein Minus. Und wir übernehmen diese Zahl, die hier oben steht, wirklich direkt, so wie sie da steht, dahinter. Dann haben wir hier stehen 2 minus minus 2, und doppeltes Minus gibt ein Plus. Und 2 plus 2 ist bekanntermaßen ja 4. Also auch hier nur im Wesentlichen hier von da. Hier mein Stift. Hier haben wir nur das Potenzgesetz, vor allem P1, mit noch zusätzlich der Definition a hoch minus n ist gleich 1 durch a hoch n. Das ist für das untere, was wir da verwendet haben. So, analog läuft die nächste Aufgabe. Wieder P1 in dem Schritt. Das heißt, wir haben erst a hoch minus n, 1 durch a hoch n zu a hoch minus n gemacht. Das heißt, letztendlich aus 1 durch a hoch minus 3 wurde a hoch 3. Und in dem Fall kann man dann schreiben, entweder für die Division hier ein Minus, minus 3 oder 6 plus 3. Und dann kommt man hier hinten auf diese 9. So, das zieht sich jetzt hier durch diese ganze Aufgabe fort. Wir haben immer einen Nenner in diesen Aufgaben. Der Nenner kommt mit Minus nach oben. Manchmal habe ich es hingeschrieben mit Minus nach oben. Manchmal habe ich schon direkt aus dem Minus Minus ein Plus gemacht, so ähnlich wie es sich hier ergibt. Und dann, oder eben halt mit Minus hochgenommen, und dann muss man natürlich den Exponenten so hoch nehmen, wie er unten auch steht. Wir können also uns noch ein Potenzgesetz, wenn wir mögen, dazu schreiben. A hoch n durch a hoch m ist auch, wer das lieber mag, a hoch n minus m. Das ist aber, wie gesagt, verdient keine eigene Nummer, weil es ja keine neuen Aussagen hat. Generiert sich nur aus dem, was wir eh schon kennen, aus den Definitionen und ähnlichem. So, und hier ist das Potenzgesetz dann wieder direkt angewendet. Wir nehmen den Exponenten, ziehen das ganze Ding von dem, was oben steht, ab. Weil minus minus plus wird, haben wir also a plus b. Etwas kniffliger ist diese Aufgabe. Nicht, weil sie schwierig zu rechnen ist, sondern weil man in dem ersten Moment noch nicht direkt die Potenzen sieht, die identisch sein müssen. Wir sehen nämlich hier, dass dieses a und das a immer dasselbe sein müssen. Wenn das nicht der Fall ist, kann man diese Regel nicht anwenden, weil man ja nicht weiß, was hier hingehört. Und deshalb müssen wir jetzt erstmal gucken, wie kriegen wir die 15 und eine 5 irgendwie zusammen. 15 ist aber nichts anderes als 3 mal 5. Und da die 15 hoch minus 3 ist, sind auch die 3 mal 5 hoch minus 3. Das 5 hoch minus 2 kann man mit dieser Regel aus 1 durch a hoch minus 3 kann man a hoch 3 machen. Also kann man aus 5 hoch minus 2 auch 5 hoch 2 machen. Und aus einer Division wird dann eine Multiplikation. So, jetzt kann man diesen Teil hier in der Klammer auseinander verteilen, indem man die Potenz einzeln auf jeden Faktor bezieht.
genau das ist hier im nächsten Schritt geschehen. Ich kann also die minus 3 auf die 3 und auf die 5 einzeln beziehen. Die 5 bleibt stehen, wie sie ist. Jetzt kann ich sortieren. Hier, dies hier ist einzeln, aber hier kann ich wieder was zusammenfügen. Und da ich die gleiche Basis habe, kann ich hier oben auch die Exponenten zusammennehmen. Wenn ich das zusammengenommen habe, habe ich hier dann ein wieder minus 3 plus 2 ist minus 1. Und hier habe ich auch 3 hoch minus 3. Das habe ich schon die ganze Zeit gehabt. Das hat sich nicht geändert auf diesem Weg. So, wenn ich das jetzt alles in Nenner schreiben würde, kann ich das natürlich, die Minuszeichen wieder weggelassen, 1 durch 3 hoch 2 mal 3. Das ist nichts anderes als 3 hoch 3. Dann das Ganze natürlich mal 5. Wenn ich aber diese 3 jetzt mit der 5 zusammentue, dann komme ich auf die 15. Und das ist der ganze Trick für diese Darstellung. Insbesondere an dieser Stelle gilt natürlich, diese Darstellung ist genauso schön wie diese Darstellung, ist nicht ganz so schön wie diese Darstellung. Man kann es natürlich auch komplett ausrechnen, je nachdem, was man hinterher mit dem Ergebnis noch weiter anstellen möchte. Im Aufgabenteil B wird wieder die entsprechenden Rechenschritte eingefügt bzw. umgeformt. Aus durch hoch minus kann man natürlich mal hoch plus, also durch hoch minus 2 ist das gleiche wie mal hoch 2 und 0,8 ist 0,2 mal 4. Die 4 hoch minus 2 bleibt stehen, wie sie vorher stand. Das bleibt hier stehen erstmal und dann gucken wir mal weiter, weil hier haben wir noch nicht zwei Zahlen, die die gleiche Basis haben. Das haben wir hier dann schon langsam, wobei natürlich auch hier gilt, dass wir erstmal wieder das Quadrat auf die einzelnen beiden Faktoren beziehen müssen. Und dann haben wir hier 4 hoch minus 2, 4 hoch 2, also können wir die Exponenten wieder zusammennehmen. Dann haben wir 4 hoch minus 2 plus 2. Das sind 4 hoch 0. Und nach Konvention gilt 4 hoch 0 ist 1. Und dann gucken wir uns noch unsere 0,2 an in dem Teil. 0,2 hoch 2 bleiben. Bis nach hinten einfach erhalten. So, im nächsten Teil müssen wir einen kleinen Trick machen. Wenn man sich dieses Ding ganz, ganz furchtbar scharf anguckt, ich weiß, viele von Ihnen werden es vielleicht nicht mehr wissen, aber es gibt die dritte binomische Formel. Wichtig, dass Sie diese sozusagen im Schlaf können, diese drei binomischen Formeln. Die dritte lautet a plus b mal a minus b ist gleich a Quadrat minus b Quadrat. Wir können aber auch noch mal einen kleinen Ausflug machen, vielleicht an dieser Stelle gar nicht so schlecht, dass wir einfach mal die drei binomischen Formeln hinschreiben, damit sie mal beisammen sind. Denn jetzt kommt insbesondere die dritte immer mal wieder vor, damit man sie einmal hat. Sie sehen nämlich alle sehr ähnlich aus. So, einmal die dritte. Die können wir natürlich hier schon mal übernehmen. Und dann brauchen wir natürlich auch noch die erste und die zweite, wo es eine dritte gibt. Die erste binomische Formel ist a plus b mal a plus b oder auch geschrieben als a plus b ins Quadrat. Die hatten wir eben schon einmal oben erwähnt. Das ist a Quadrat plus, wichtig, 2ab plus b Quadrat. Und die zweite binomische Formel ist sehr, sehr ähnlich, nur dass wir jetzt hier a minus b mit a minus b multiplizieren. Und das Ergebnis, also hier haben wir dann a minus b zum Quadrat, und das Ergebnis
unterscheidet sich eigentlich durch das obere oder von dem oberen nur durch hier ein Minus. Ansonsten sind die identisch. Die erste und zweite sehen auch sehr, sehr ähnlich aus. Die dritte, deswegen habe ich sie so ein kleines bisschen abseits geschrieben, ist immer ein bisschen anders. Wenn hier nichts dazwischen steht und hier ein Minus ist, dann haben wir es häufig mit der dritten binomischen Formel zu tun. Also hier nehmen wir jetzt die dritte binomische Formel, teilen das auf, also in a minus b mal a plus b. Der Exponent bleibt noch stehen, unten haben wir nichts verändert. Jetzt, wie die ganze Zeit schon, nehmen wir Exponent auf die Klammer, ist ja hier im nächsten Schritt geschehen. Und was haben wir jetzt hier? Jetzt haben wir hier den günstigen Fall, dass das, was hier steht und das, was hier steht, absolut identisch sind. Das heißt, man könnte jetzt darüber nachdenken, ob man es vielleicht kürzen kann. Und das Nachdenken gelingt überzeugend, da hier ein Mal dazwischen ist. Dann darf man kürzen. Also aus Summen darf nicht gekürzt werden. Wichtig, aus Produkten schon. Hier haben wir ein Produkt. Das heißt, die beiden Teile entfallen. Genau das steht hier noch. Und das Minuszeichen kann man mal weglassen, indem man, also das Minus wird ein Plus, wenn man es wieder in Nenner schreibt. Und dann kann man die Klammer draußen drumherum weglassen. So, im nächsten Schritt geht es vor allen Dingen darum zu erkennen, dass dieses Minuszeichen im Grunde genommen eigentlich für eine Minus 1 steht. Minus 1 mal 2 ist ja nichts anderes. Was habe ich denn da geschrieben? Das ist falsch. Und die minus 1 bezieht sich aber leider nicht auf diese 3 und deswegen ist sie an dieser Stelle hier natürlich totaler Schwachsinn. Die gehört da überhaupt nicht hin. Und was aber dann passieren muss, wir müssen die minus 3 auf das beziehen und auf das beziehen. Das heißt, wir haben 2 hoch 3 mal minus 3 sind 2 hoch minus 9 und minus 1 hoch 1 mal minus 3 sind minus 3. In Ihrem Dokument ist das schon korrigiert. Also bitte nicht weiter dran stören. Aufgefallen ist es beim Tippen deshalb nicht, weil minus 1 hoch minus 9 genauso minus 1 ist wie minus 1 hoch minus 3. Minus 1 ist denn bei minus 1, muss man einfach nur schauen, was hat man denn hier für einen Exponenten? Ist der gradzahlig oder ungradzahlig? Ungradzahlig bleibt das Minus erhalten, gradzahlig fällt es weg. Dann haben wir noch hier diese Form 4 hoch 0. Entweder schreiben wir hier schon eine 1 hin und 1 hoch 4 ist 1. Oder man kann natürlich stur mit unseren Rechenregeln fortführen. 0 mal 4 ist 0 und 4 hoch 0 ist immer noch 1. So, bei dem Teil hier müssen wir jetzt diese minus 2 auf die einzelnen Faktoren beziehen. Was hier im nächsten Schritt geschehen ist, jeweils einzeln auf diese Faktoren bezogen, die dann wiederum oben in den Exponenten ausgerechnet sind und dann alles, was minus einen Exponenten hat, habe ich einfach nach unten in den Bruch geschrieben, das c nach oben, wobei man nicht klar sagen kann, ob das hier wirklich eine schlechtere Darstellung ist als das hier. Da aber ein Lösungsbuch immer nur einen Lösungsvorschlag habt, müssen Sie erkennen, ob das, was Sie ausgerechnet haben, auch natürlich das ist, was letztendlich wahrscheinlich von Ihnen gefordert ist, denn meistens sind die Lösungen richtig, nicht immer. Es kann natürlich auch mal Fehler geben. In dem Aufgabenblock C sind wir noch etwas durcheinander, es gibt noch mehr Terme. Allerdings kann man auch hier sehen, wir schauen immer erstmal, wo gibt es gleiche Basen. Die 4 ist gleich, das a ist gleich. A plus 3b ist auch jeweils oben und unten eine gleiche Basis. Und dann können wir wieder unsere Regel nehmen. Da hier alles multiplikativ verknüpft ist, abgesehen von dem, was in der Klammer ist, aber das Klammerobjekt ist eh nur ein Objekt, können wir jeweils die Exponenten nehmen, voneinander abziehen in dem Fall, weil sie ja durch ein Divisionszeichen getrennt sind. Und oben einfach nur noch ausrechnen, was da steht.
Und entweder schreiben wir es so hin, dass hier vielleicht noch eine minus 3 ist. Hat man gar keine Interesse an negativen Exponenten, dann kommt natürlich alles nach unten in Nenner. Hier haben wir auch nochmal etwas Ungeordnetes, wobei im Grunde genommen dieses Malzeichen hier an der Stelle absolut unnötig ist. Man könnte das auch genauso gut so schreiben und diese hier alle gleichwertig behandeln. Und dann kann man natürlich auch wieder die Exponenten zusammennehmen. Da hier eine gleiche Basis ist, haben wir dann minus 2 minus minus 3, also minus 2 plus 3. C minus minus 1 ist C plus 1 plus 1. Y hoch minus 1 durch Y hoch minus 4 ist minus 1 plus 4 als Exponent. Und hier bei dem z hoch 0 müssen wir natürlich nur noch das Ding abziehen, die 0. Das passiert, da passiert aber nichts. Wir hätten genauso gut das hier unten auch schon wegstreichen können. Und dann kommt man, wenn man die Exponenten neu aufschreibt, auf das gesuchte Ergebnis. Auch hier im nächsten Teil kann man wieder die Malzeichen, wenn man wollte, an den entsprechenden Stellen ergänzen. Hier zwischen sind sie natürlich auch überall. Also auch zwischen der 6 und der 15, auch wenn man da nicht mehr viel Platz hat. Da ist in vielen Büchern überhaupt kein Platz. Man muss aufpassen, dass letztendlich 3 mal 5 mal 7 ja auch das gleiche ist wie 3 mal 7 mal 5. Vielleicht kann man das viel leichter rechnen. Vielleicht rechnet man lieber 3 mal 7 und das Ganze mal 5, anstatt erstmal 3 mal 5 und das Ganze mal 7, weil dies hier ist 15 mal 7. Das hat man vielleicht nicht so im Kopf oder nicht so leicht zu rechnen wie 21 mal 5. Muss jeder selber entscheiden, was er lieber rechnet, ob er 210 lieber durch 2 teilt und auf 105 kommt oder 15 mal 7 rechnet und auf 105 kommt. Das ist jedem selbst überlassen. Aber gerade in solchen Ausdrücken ist es sinnvoll, alle Zahlen, die wir hier haben, nach vorne zu sortieren. Dann kann man auch hier wieder gucken, gibt es hier vielleicht was zu kürzen in diesem Teil. Dann kann man hier gucken, gibt es hier drin gleiche Basen. Wir haben überall nur Malzeichen dazwischen. A hoch 6, A hoch 5. Kann man A hoch 6 minus 5 schreiben. B hoch x plus 1 und unten B hoch x minus 1. Dann haben wir B hoch x plus 1 minus diesem ganzen Ausdruck. So setzt sich das fort mit dem C und natürlich auch mit dem D. Und dann kommen wir auf hinterher einen relativ einfachen Ausdruck, weil die 3 und die 15, das ist ja hier 3 mal 5. Da bleibt hier noch eine 5 stehen. Und das hier ist ja 2 mal 3. Also bleibt hier noch eine 3 stehen. Und hier kann man dann die 2 rauskürzen. Zur Bruchrechnung, wenn Ihnen das schwer fällt, müssen Sie dann sonst nochmal zu dem entsprechenden Video wechseln. Ansonsten haben wir damit hier die 3 Fünftel, die wir auch hier haben. So, die Aufgaben D bis G sind dann im nächsten Video.